Und hopp!
Dieses Ding ist echt gefährlich. Jagen Sie mich. In der Hand halte. Haben Sie sicher keine Angst. Ich brauche Munition. Thank you.
Munition. Habe ich keinen.
Für später. Ich sollte noch eine Brutstätte aufsuchen. Hiervon. Ich hab Sand in der Kehle. Boah, es brennt. Was für ein Glück, dass jemand hier war, um das Gemetzel zu stoppen. Thank you.
es weitere Angriffe geben? Ohne Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Mein Bote wird Ihnen Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Daran sollten wir nicht denken. Wir müssen jetzt ihren Mörder fassen, bevor er nochmal zuschlägt. Du klingst wirklich wie sie. Du hast natürlich recht. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Unser aller Ende bedeuten können. Jeder braucht einen Farbtupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Tatkräftige Abenteurer!
Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Eine echte Bombe. Gut gefertigt. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe ein Feuersturm entfachen. Das ist die Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Hilf mir, das muss raus. Okay, rohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg, denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin.
lukrative Gelegenheit interessieren? Warum musste das alles geschehen? Was ist passiert? So einen Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Im Moment über die Schwellenbringer reden. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Walz verstecken? Der Wall den Zünder zusammengebaut haben. Oh, oh nein, er hat die Wand durchbrochen. Der Wall hat einen Weg in den Palast gefunden. Der Wal. Thank you.
Ich würde... Das war's mit meinem leisen Auftritt. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! Die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann Avads. Da, ich habe was gesehen. Mir allmählich auf die Nerven. Ah! Was ist das? Du kannst dem Schatten nicht... Ich habe eine Armee angeführt. Falken! Eine Wilde ist gar nichts. Da raus jetzt! Zu hastig! Als guter Osiram-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan.
majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich denn? Ich hoffe, du kennst gern dich, diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ha, diese majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich denn. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ha. Diese majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich denn. Ich hoffe, du kannst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Immer den Maschinen überlassen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Es ist nicht vorbei, Nora. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen.
Diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte! Gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte! Das kann ich sicher noch gebrauchen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Es kommen nämlich noch mehr. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte.
töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Aloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osaram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osaram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Derval. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen, ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osaram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Derval ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Ich weiß, wer die Nora angriff. Eine Gruppe Schattenkarja namens Eclipse. Sie graben alte Maschinen aus. Waffen für einen Angriff auf Meridian. Ich verstehe. Was du da sagst, klingt genau wie die Gerüchte von Marat. Eine Schattenkarja-Splittergruppe, verdorbene Maschinen überall im Land. Wann soll der Angriff sein, weißt du? Bin mir nicht sicher. Wir werden uns darauf vorbereiten. Halte mich auf dem Laufenden. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte Derval sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehm's mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl,
das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Ja? Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Dieser Angriff hätte die Stadt zerstören können. Sie zieht sich an wie eine Osseram, aber dafür ist sie viel zu dürr. Ohne Hilfe.